Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich wollte euch zeigen ein Beauty Haul und zwar, ich gucke gerade, ob ich Brot noch zwischen meinen Zähnen habe. Wäre ja mal klug zu wissen. Und zwar habe ich eine ganze Menge High-End geshoppt. Ich zeige euch die Paletten, habe auch vieles geschenkt gekriegt und bin super, super glücklich. Und ich danke allen Mädels, die so freundlich waren und mir Goodies reingelegt haben. Ich drücke euch und am liebsten würde ich euch umarmen und Danke sagen. Ja, genau. Ich habe auch mal was anderes. Und zwar eine DVD. Ich wollte den Film immer mal wieder gucken und habe immer nur einen Teil geguckt. Das ist Sag kein Wort. Ich werde es nie sagen. Ja. Und das ist auch ein cooler Schauspieler. Und ja, also der Film hat mich einfach sehr interessiert. Ich wollte ihn immer wieder gucken, aber kam nicht dazu. Und dann habe ich gedacht, ach komm, bestellst dir einfach die DVD. Ich habe zwar keinen DVD-Player, aber ich habe ja einen Computer und so ein Kabel. Dann kann ich das irgendwann, wenn ich lustig bin, den Film mir reinziehen, wann ich Lust habe dazu und nicht, wenn es im Fernseher läuft. Und dann habe ich noch, passend zum Haul natürlich, ein Buch mir gegönnt. Das fange ich mal morgen an zu lesen. Ich bin so ein bisschen, was lesen geht, ein bisschen faul geworden. Es heißt, es bindet mich zurzeit kein Buch. Und wenn mich ein Buch gebunden hat, dann war es sehr dramatisch. Und ich bin ein sehr mitfühlender Mensch. Und ich brauche erstmal eine Weile, bis ich Neues anfange, weil ich dann einfach psychisch damit auch belastet bin. Hört sich übel an, ja, aber ich mag das einfach. Lebenserfahrung, Lebensgeschichten. Ich mag einfach Leute. Ich wollte ja meine Büchersammlung euch mal vorstellen. Wird auch geschehen. Ich habe nicht mehr ganz so viel. Und hier war eins für 1 Euro plus 1,45 € Versand oder sowas. Nanu-Knaller. Ich kaufe nichts, weil ich durch Shopping-Diät glücklich werde. Das hat mich einfach interessiert. Ja, das wurde mir irgendwie bei Amazon, nein, bei ja, es wurde mir einfach, ja, keine Ahnung, habe ich mal irgendwo bei irgendjemandem gesehen und gescreenshottet. Und ja, deswegen dachte ich, wieso nicht? Dann habe ich bei einer ganz, ganz lieben Kleiderkreislerin eine, eigentlich habe ich noch eine Palette bei ihr. Ah ja, genau. Okay. Ich merke schon, das ist ein bisschen durcheinander. Zum einen kam der Highlighter bei ihr ja, wie nennt man das? Insta-Sale. Das ist von Anastasia Beverly Hills, der En Lumiere Amrezy Highlighter. Ich habe ihn geswatcht und das ist unglaublich, wie wunderbar der ist. Ich wollte ihn nicht mal auf meinen Wangen tragen, obwohl er so, also nicht. Kennt ihr das, wenn ihr so fasziniert seid von Produkten, dass ihr nicht mal reinlangen wollt? Und ich hatte den und bin dann auf den Balkon gegangen und habe den in der Sonne gesehen. Das war unglaublich schön. Ich bin so, so froh, dass ich den ergeiern konnte. Ich bin ja so ein Geier und habe den bei der Einkleiderkreislerin schon gekauft gehabt, wo sie mir die Ware noch nicht zurückgeschickt hat. Immer noch nicht. Sie hat sich zwar gemeldet und gesagt, gib mir mal die Kontodaten, ich überweise es dir zurück. Aber leider ist immer noch nichts angekommen. Ich warte jetzt noch bis Dienstag. Das heißt, ich habe dann 2 Wochen gewartet, bis ich dann einfach eine Anzeige mache, weil sie mir ja zurückgeschrieben hat, dieses Geld. Und dann ist einfach das Verfahren, glaube ich, einfacher. Das ist, ich bin super glücklich, dass ich ihn ergeiern konnte, weil ich eben so ein Geier bin. Das Packaging ist sehr, sehr schön. Ich finde mittlerweile, ja okay, doch, es ist schon hochwertig gemacht und sie hat es wenig verwendet. Es sieht einfach klasse aus mit den Wellen. Also allein das Packaging, ja, das feiere ich schon. Ja. Das war das eine. Bei ihr habe ich dann noch 2 wunderbare Paletten gesehen. Einmal von Color Rain, die Beauty Rust Palette. Sie hatte einen Look gepostet und hat sie dann direkt reingestellt. Ihr hat es nicht so zugesagt. Mir dagegen, ich war noch auf der Suche bei dieser, weil dann habe ich alle 3. Ich finde das eine super schöne Palette, gerade so eine To-Go-Palette. Hier ist sogar ein Spiegel dabei, was ich klasse finde. Ich brauche zwar keine, aber falls, ist es nicht schlecht, einen zu haben. Hier sind 5 matte Lidschatten und 1 Schimmer. Und ich muss sagen, die Color Rain Paletten sind einfach der absolute Shit. Wirklich Shit. Shit, Shit, Shit. Dann habe ich bei ihr auch noch geshoppt. Diese wunderbare Palette hier. Da, das ist die Too Faced Sweet Peach. Ich hätte auch gerne die Semi-Sweet. Das sind so auf meine Wünsche.
Die Semi-Sweet, die riecht wirklich nach Peach und ganz, ganz tolle Frühlingsfarben, aber auch herbstig. Also wie man möchte, kann man sie kombinieren, aber doch eher so Frühlingsgeschichten. Wenn man dann diese Töne hier weghält, dann passend zu meinem Nagellack. Passend zu meinem Augen-Make-up und zu meinem Nagellack und los geht's. Wunderschön und ich bin super begeistert davon, dass ich sie schon mal in meine Sammlung habe und dass ich sie irgendwann mal mit euch zusammen testen darf. Dann hat sie mir diese ganzen Goodies reingelegt. Ich war so, okay, ich habe sie dann noch gefragt, hast du das vielleicht falsch abgesendet, weil ich ja der Meinung war, das gehört nicht mir. Ich glaube, das war's. Oder habe ich noch was bei dir bestellt? Ja, dann, ja, dreimal habe ich jetzt bei dir bestellt. Zum einen ist hier so eine Creme dabei. Weiß ich noch nicht, was es ist. Dann zum einen war der Smashbox Foto Finish genau, Prime and Moisturizer 2 in 1. Finde ich super geil, dass ich testen darf. Dann ist die BB Cream drin. Ich weiß nicht, ob ich sie behalte, weil ich ja schon eine habe. Ich denke, die geht weiter, weil, ja, was will ich damit, ne? Dann noch zwei. Ah, genau. Hier ist noch ein Primer. Ich werde sie testen, vor allen Dingen auf diesen Baby Skin. Ich glaube, der von Maybelline wurde aus dem Sortiment genommen. Aber ich wollte ihn unbedingt testen. Dann habe ich diese mal ausgetestet und fand die Kraft wirklich toll. Tolle Leuchtkraft. Für den Sommer vielleicht optimal. Genau. Dann kam noch ein Schatz. Und da kam ein zwar von, Anruf. genau, Color Rain. Ihr wisst ja, meine große Liebe zu mittlerweile High-End-Produkten. Aber es das heißt nicht, dass ich nur noch High-End benutze, sondern ich liebe auch meine Drogerie- und BH Cosmetics Paletten, aber auch, wie heißen die Dinger? Colourpop, ja. Ich bin einfach ein Variierer. Die ganze Schublade ist voll mit Paletten. Ich kann es euch gar nicht zeigen. Vielleicht schaffe ich es, ein Bild einzublenden. Ich muss unbedingt mal mit euch aussortieren. Also, wenn ihr Bock darauf habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So ein Declutter-Paletten-Video, das würde ich echt nicht schlecht finden. Genau. Ich glaube, euch die andere Palette habe ich euch gezeigt, die gerade drin ist. So sehen die Farben aus. Das hat die Elisa auch mal in die Kamera gehalten und auch die Nadine. Und ich dachte, ja, okay, ich hätte es gefeiert, wenn mal kein Highlighter dabei ist oder einfach nur eine Transition Color, also einfach nur ein heller, matter Ton. Wäre mir lieber gewesen wie ein Highlighter. Ich habe den mal angefasst und der ist sehr, sehr subtil mit so einem Gold-Rosé-Stich. Ich kann euch das gar nicht so richtig, ja, zeigen, denke ich. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, ob meine Kamera so gut überhaupt ist. Und ja, also es gibt so ein Rosé, nicht Rosé-Gold, sondern eher so ein rosa Goldschimmer. Also kommt drauf an, wie man es hält. Ich fand einfach unheimlich interessant diese metallischen Töne, das Silbergold. Es gibt eine Palette, die ich dann aussortieren möchte, wenn ich eh diese Palette habe, weil die einfach vom Packaging noch ein bisschen kleiner ist. Also sie ist zwar lang, aber schmal. Sagt man schmal, ja, ne? Von der Breite nicht so breit. Und mal gucken, was wir aussortieren können. Und wie gesagt, Color Rain ist mega pigmentiert. Also wenn ihr eine Palette austesten wollt, ich kann es euch nur empfehlen, weil es wirklich sehr, sehr gut ist. Und man kriegt sie wirklich für 25 Euro, 20 Euro mittlerweile im Kleiderkreisel, statt dass man 50 ausgibt. So. Dann kam noch eine Palette. Naja, ist ein Palettenwahnsinn. Ihr wisst ja, Beauty Killer heute auch mit geschminkt mit euch zusammen. Ich habe euch mal mitgenommen. So sieht sie aus. Wunder, wunderschönes Packaging, wunderschöne Farben. Ich habe natürlich heute das Pink benutzt, das Lila, das Helle. Und ich glaube, ein bisschen zum Verblenden diese Farbe. Ansonsten habe ich mich noch nicht durchgetestet. Aber auch das Grüngold interessiert mich und auch dieses Türkis. Also wir werden ein paar Looks damit schminken. Und ich finde es einfach toll. Und vielen, vielen Dank, Kati, dafür nochmal, dass du sie mir abgegeben hast. Ich freue mich. Ich freue mich. Ja, die Kati, meine Liebe, hat mir noch eine Palette. Wir haben getauscht. Ich habe die BH Cosmetics Pinsel, die immer hier standen, diese aus der Festival LA von diesem Jahr, mit ihr getauscht. Und zwar habe ich mit ihr getauscht. Sie ist der absolute Wahnsinn, diese Frau. Sie hat aussortiert gehabt und hat mich damit beschenkt.
Ich habe getauscht mit ihr. Ich zeige euch erstmal, was ich getauscht habe. Ich habe getauscht die Jeffree Star gegen die Pinsel. Super Tausch, wie ich finde. Das ist die wunderbare Palette. Ich feiere sie jetzt schon. Richtige Frühlings-Sommer-Palette. Also wenn das nicht... Das war ja auch die Collection 2018, glaube ich, im Sommer. Und ich muss sagen, Halleluja. Jeffree Star hat was drauf. Das ist die Frosty. Ja, mega geil. Ich hätte auch gern die Blood Moon Palette, aber nicht, warte mal, nicht die blaue, die rote. Die rote würde mich auch noch ansprechen. Hier finde ich einfach die Packagings viel, viel besser als mit so einem riesen Kasten, weil man sie einfach schön sieht und ja, einsortieren kann. Mega geil. Und ja, ich weiß nicht, was wie viel Pigmentation noch geht, aber das ist der absolute Schrei. Wirklich. Also das könnt ihr auch sehen und ich freue mir eins ab, mit den Tönen zu arbeiten. Das ist ich bin ja gar keine blaue Tante, ne? Das wisst ihr. Aber manchmal, da catcht es mich schon. Dann hat mir die Liebe als Goodie die Make-Up Revolution, ich habe ja die Palette von ihr, die finde ich auch toll. Die habe ich euch neulich erst, glaube ich, habe ich sie vorgestellt? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall die Highlighter- und Konturpalette. Ich werde mal testen, ob ich sie überhaupt brauchen kann. Sie hat gesagt, mach, was du willst damit so im Endeffekt. Und ja, ich werde machen, was ich will damit. Vielen Dank dafür. Und mal gucken, weil ich finde die Töne schon cool. Ich weiß nur nicht, ob ich das vom Packaging... Die Paletten riechen immer von Make-Up Revolution gleich. Kann ich sagen. Dann hat sie mir diese Palette reingelegt. Die ist ja auch noch gar nicht so alt. Die hat sie auch ehrlich gesagt gar nicht so viel benutzt. Die ist echt schön, wenn man es anguckt. Ich brauche wahrscheinlich diese Palette nicht. Wahrscheinlich würde meine Tochter sich daran echt erfreuen. Mal gucken. Vielleicht kann sie die haben oder jemand anderes. Weil die hat erst neulich eine Palette von mir bekommen. Die eigentlich für ihre Freundin gedacht war. Genau, dann hat sie mir noch reingelegt. Face Tool Face. Diese wunderschöne Palette. Das ist so Heavy Metal für Essence. Wirklich cool. Also die sind auch wirklich gut pigmentiert. Klar, Glitzer und sowas. Aber welches 10, sage ich, bis 13-jähriges Mädchen muss, so wie wir 29, ja okay, so wahrscheinlich eh fast keiner. Aber wisst ihr, was ich meine? Natürlich wollen sie Glitzer und natürlich feiern sie das. Natürlich ist es dann für uns nichts, wenn wir das nicht mögen. Aber die Leute, die es mögen. Dann über eine Palette, wo ich mich sehr, sehr gefreut habe, ist diese hier. Ich habe sie schon mal gesehen. Ich glaube, die gab es aber nie bei Cosmetic for Less. Ich weiß es nicht. So sieht sie aus. Innen drin schön warme Töne. Richtig passend zu mir. Und diese ist butterweich. Butterweich. Wirklich, das sind total meine Farben und butterweich. Was will man mehr? So sieht sie übrigens aus. Hat keinen Spiegel, wie ich gerade gesehen habe. Nee. Aber sieht cool aus. Ich hätte es mir nicht gekauft, weil ich es einfach nicht mehr brauche. Aber wenn man es noch geschenkt kriegt, kann man drüber nachdenken, sie aufzuheben. Dann hat sie mir mit reingelegt. Total irre. Von Jeffree Star. Ein Supreme Pore Frost. Und ich muss sagen, erst habe ich gedacht, boah, was ist das für eine Qualität. Also von den schwarzen, von den alten Designs bin ich überhaupt gar kein Fan, ja. Kann ich euch gleich sagen, weil die Textur so ganz merkwürdig gummiert ist. Das wird nichts, ja. Da bildet sich dann so eine Schicht und man kriegt nichts ab. Aber der hier hat eine andere Textur. Der ist eher so, ja, cremig würde ich, eher so putrig cremig, ja. Und man kriegt ordentlich Produkt ab. Aber dass es nicht zu viel wird, ich schmier mir mal was drauf. Ich möchte mir mal was drauf schmieren. Ich habe es noch gar nicht getestet. Ich wollte es euch erstmal zeigen. Also er beinhaltet schon Glitzer, aber das sieht sehr, sehr schön aus. Das ist so rosa. Frozen Peach heißt es. Ja, genau. Und sehr, sehr cool. Da freue ich mich mega, das mal mit einem First Impression oder überhaupt in einen Test mit euch auszuprobieren. Schaut mal, es hat mehr so Glitzerpartikel und man sieht weniger von diesem Schimmer, was ich sehr, sehr schade finde für so ein teures Produkt, um ehrlich zu sein. Dann hat sie mir ein Dino reingelegt. Da freut sich bestimmt meine Tochter auch drüber. Und dann hier, oh, ein Shampoo und eine Spülung. Ich muss gerade nachdenken.
Ich hatte ja euch schon die andere dafür Star Palette euch gezeigt, glaube ich. Die Verpackung finde ich mega cool. Die hebe ich natürlich auf, Mann. Ich bin so Verpackungsopfer. Das da. Das fand ich auch sehr interessant und möchte ich unbedingt mal ausprobieren. Das ist von Make-Up Revolution. Ihr wisst ja, ich bin ein Verpackungsopfer und wahrscheinlich die anderen auch. Das sieht so, so hochwertig aus. Also es hätte auch von Anastasia Beverly Hills kommen können. Oder ja, mit der Novina zusammen in Lila. Und hier ist einfach so ein Blush-Trio dabei. Und direkt da oben auch ein Highlighter, der extrem ist. Also Halleluja. Ich bin kein rosa Mädchen, aber vielleicht sieht das auf den Wangen ein bisschen anders da aus. Und weil er sieht so ein bisschen rosa-peachig aus, wenn man ihn so. Seht ihr, so ein leichtes. Ja. Mega Freude, vielen, vielen Dank, Kati. Dann habe ich mir noch zwei weitere Paletten bestellt. Eigentlich drei. Nee. Wir kommen zu dieser hier. Das hat die Nadine auch in die Kamera gezeigt. Und ich habe ihren Look angeguckt. Die hat mich mega angesprochen, weil ich finde, es ist eine absolute Alltagspalette hier, diese Seite. Die hier, wenn man ein bisschen Farbe möchte. Man kann einfach am Wimpernkranz irgendwas ausprobieren, ja. Und sie sind mega. Entschuldigt bitte. Guck, 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 guck. Es ist unglaublich, wie cremig Lidschatten sein können. Das ist schon fast unglaublich. Wirklich wunderschön. Wunder, wunderschön. Das ist die Luna. Wartet mal. Luna Cosmetics Life is a Dark. Mega geil. Auch das Packaging. Ich feiere es. Mega geil. Dann habe ich mir noch gegönnt. Die letzten drei Palettchen. Das hier, das ist von Anastasia Beverly Hills, das Dream Glow Kit. Ich finde es interessant, weil es mal was Außergewöhnliches ist. Ihr wisst ja, eigentlich bin ich Normalo. Ne? Aber manchmal möchte ich ein bisschen, dass es anders da ballert auf meinen Wangen. Und ich muss sagen, Halleluja. Es ballert wirklich tatsächlich anders da. Denn diese Untertöne, das ist unglaublich. Ich hoffe, ihr könnt das hier sehen. Das ist das hier. Wenn das im Licht reflektiert, das eine sieht total lila aus, das andere eher rosagold und das andere so Champagner mit lila Stich. Ich feiere diese Palette. Ich habe gestern diesen Ton mal benutzt und ich war so geschockt. Also nur geswatcht und wie schön der bitte aussieht. Entschuldigung bitte. Entschuldigung. Wunderbare Palette natürlich. Was soll ich euch anderes sagen? Ich würde gerne noch mal einmal in den. Guck mal, in den Magic reingehen. Oh, Halleluja. Wie schön ist bitte der hier? Halleluja, Halleluja. Oder ich war schon im Magic. Das ist so wunderschön. Wirklich schön. Ich freue mich. Wenn das natürlich nichts ist von der Textur oder sowas, dann geht es weiter. Aber ich habe es mir mal gegönnt. Ja, dann gönnt sich ja sonst nichts. Paar Sachen habe ich ja auch getauscht. Dann habe ich von Dose of Colors die Ice Cream Palette. Die hat auch, glaube ich, Melanie mal verkauft gehabt. Ich dachte, nee, brauchst du nicht. Ich möchte diese ausprobieren. Dann kann die Dominique, also die Dominique Cosmetic Lemonade Palette weichen, weil ich die einfach viel, viel schöner finde. Ist viel, viel mehr Transition Colors, viel, viel mehr Spielraum. Hier sind nur 1, 2, 3, 4, 5 und tragbare Töne dabei. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, was ich draus machen werde. Ich bin super gespannt auf jede einzelne Palette. Dann habe ich noch die New Nude Palette von Huda. Jetzt habe ich sie alle drei. Und ich muss sagen, ich habe einen absoluten Schnapper gemacht. Diese wunderbare Palette, ey. Oh, wie schön, wenn ich eine Palette gestalten würde, dann wäre sie auch so geschlossene Augen, schön geschminkt, wirklich. Ich finde, das hat sie ganz, ganz toll gemacht. Ich bin überrascht immer, wie klein die Paletten eigentlich sind, wie groß sie immer im Internet aussehen. Kaum verwendet. Wirklich kaum verwendet. Ich bin so glücklich. Sie ist heile angekommen. Ich war noch nicht mal mit meinem Finger da drin. Wirklich. Oh, lecker mio. Ganz wenig verschwinden. Ganz, ganz tolle Palette. Wirklich. Ich feiere diese Frau. Sie hat was auf die Beine gemacht. Egal wie, auf die Beine gebracht. Und wunderschöne, teure Paletten gemacht. Anders, da kann ich es leider nicht sagen. Schaut mal. Ich habe jetzt alle drei Paletten innerhalb, glaube ich, kurzer Zeit. Und ich liebe alle drei. Auch wenn ich sie nur anschaue. Aber ich liebe sie. Genau, das war schon.
Das war's, mein. Und dann habe ich noch ganz kurz was, was ein Dupe zu Huda Beauty ist. Ja, gleich. Ich habe nämlich bei Catrice bestellt gehabt. Zum einen habe ich noch den wunderschönen, diesen wunderschönen Dose of Colors Liquid Lipstick dazu zu diesen ganzen Dose of Colors und Anastasia Beverly Hills bekommen. Finde ich sehr, sehr schön, die Farbe und auch die Verpackung. Dann habe ich bei Catrice bestellt, weil der Maxim eine Palette reviewed hat. So sieht sie aus. Das ist die Palette. Finde ich sehr interessant. Hier ist auch natürlich so ein Basiston drin. Sieht super schick aus. Ich werde beide miteinander vergleichen jetzt. Ob sie ähnlich sind, weil sonst geht es in eine Verlosung einfach. Dann brauche ich ja nicht beide. Nee, die haben andere Glitzertöne. Ah, schwierig, Leute, schwierig. Ähnlich sind sie ja schon. Ähnlich sind sie schon, aber nicht gleich. Könnt ihr das erkennen? Ich hoffe doch mal. Ähnlich schon. Ich werde mal gucken, was ich draus machen werde mit der Catrice. Die andere behalte ich natürlich. Die kommt niemals aus meiner Sammlung. Wunderschön, gell? Wunderschön. Warum behältst du diese komische Verpackung? Weil ich nicht weiß, ob ich es verlose, mein Kind. Und dann habe ich bei Catrice so eine Palette hier bestellt. Ich brauchte ja eh so ein Teil und ich wollte keine Versandkosten zahlen. Dann habe ich bei Catrice das hier bestellt. Das hat, glaube ich, 8 Euro gekostet oder so. Und dann dieses Fixierspray. Was ich finde, das ist Fix and Care. Und das ist ein Glasflakon. Das ist das eher... Und das riecht unheimlich lecker nach Parfüm. Wirklich, das riecht ganz, ganz toll. Und ich bin ganz froh, dass ich das habe. Da sind 100 Milliliter drin, oder? Ne, 50. Tolles Teil. Ich würde es mir nicht mehr für 8 Euro kaufen oder 9 Euro, weil es einfach unnütz ist. So ein schweres Teil, das kann ich ja nirgendwo mitnehmen. Aber es ist cool zu haben. Und man kann es leider nicht hier aufmachen, weil ich da schon rumgedreht habe, um es nachzufüllen. Aber ja, sieht ganz toll aus, wenn man das dann im Video verwendet und auch daheim. Aber nützlich ist es jetzt nicht so. Und die Katze hat mich gestern so beschnuppert, weil ich das Zeug da drauf habe, bin ich der Meinung. Weil sonst ist sie nie so abgegangen. Und dann, das allerletzte Produkt habe ich gerade gesehen. Oh, ist das ein XXL-Haul, gell? Naked Skin. Lavendel-Concealer. Ich dachte, um diese ganzen komischen gelblichen Verfärbungen manchmal auszugleichen oder auch als Brightener unter den Augen. Super. So, das war's jetzt. Ich verabschiede mich. War schon XXL genug. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Sagt mal, auf was für ein Look ihr gespannt seid.